Was passiert, wenn dicke Hagelkörner aus dem Himmel angeschossen kommen? Und vor allem, was passiert, wenn wir uns dann mitten im Hagelsturm befinden? Unwetter los. 3, 2, 1. Das finde ich heute raus, und zwar im Labor des TÜV Rheinland zusammen mit Ingenieur und Hagelexperte Jürgen Sommer. Hier drin ist der Hagel. Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Wie sieht er aus? Okay, ach so, nein, also das ist noch kein Hagel? Nein, das sind die Kühlakkus, damit der Hagel auch ordentlich gekühlt bei uns ankommt. Hier zum Beispiel haben wir kleinen Hagel. Obwohl, also du sagst jetzt klein, wenn ich das mal anschaue, ich meine, das ist schon mal ein amtliches Hagelkorn. Aber das ist noch normal. Das ist eigentlich ein Eiswürfel für ein Getränk. Ja, aber wenn du mir die mal gibst und in den großen Tüten guckst, das sind 50 mm Hagelkugel. Und das kann tatsächlich aus dem Himmel fallen? Das kann aus dem Himmel fallen, gerade in den Regionen wie Österreich und Schweiz oder auch in Süddeutschland ist das öfters mal der Fall. Man muss nur nicht denken, dass das große Regionen sind. Der Hagel ist ja nicht wie Regen, sondern der Hagel kommt in kleinen, lokalen Punkten runter. Und da kann es dann so extrem werden. Aber jetzt stell dir mal vor, das fällt aus dem Himmel und fällt dir auf den Kopf. Dann wird's gefährlich. Das wird sehr gefährlich. Also, dann packen wir die wieder ein. Denn jetzt geht's los. Mit dieser Hagelkanone werden wir verschiedene Gegenstände beschießen. Und zwar genau mit der Geschwindigkeit, mit der der Hagel auch draußen vom Himmel fallen würde. Je größer der Hagel, desto höher die Geschwindigkeit, desto mehr Schaden richtet er an. Dann legen wir jetzt los mit dem ersten Experiment. Und da spielt dieser kleine Freund hier auch eine Rolle. Test 1. Freigehege. Eure Meerschweinchen sind draußen im Gehege. Ihr seid unterwegs. Hagel kommt. Was wird passieren? Sind sie im Gehege geschützt oder geht der Hagel durch die Decke? Wir testen den Maschendraht und spannen das Dach in einen Rahmen. Genau. Gut, jetzt fehlt nur noch das Meerschweinchen. Und das kommt hier angeflogen. So, ich drück dir die Daumen, dass du da halt wieder rauskommst aus der Nummer. Wir starten mit 20 mm, also 2 cm mit 70 km/h. Das Meerschweinchen guckt ganz aufgeregt, deswegen bringen wir es hinter uns. Okay, der Countdown. 3, 2, 1, los! Die Kugel prallt ab. Da ist gar nichts passiert. Da ist nichts passiert. Jetzt wollen wir aber wissen, was eine größere Kugel anrichten könnte. Wir gehen auf 30 mm. Jawohl. 30 mm, auf, 2, 1, Schuss! Oh, da ist schon ein bisschen mehr passiert. Auf jeden Fall war mehr Bewegung. Es hat mehr gewackelt. Hier, da ist eine Vertiefung. Ja, genau. Hier. Da ist die Vertiefung, da hat die Kugel hingetroffen. 30 mm haben schon mal einen Effekt auf dieses Gitter. Als nächstes würde ich gar nicht die 40 mm nehmen. Ich würde tatsächlich jetzt sofort mit dem richtigen Brecher direkt gucken. Die große, gell? Denn wir sehen ja, wir haben hier sowas in der Richtung wie ein Trampolin. Die Kugeln federn ab. Und ich denke, dass die 40er auch gar nicht viel schlimmer sein wird. Die würde deshalb auch so abprallen. Genau. Also dann 50 mm. Zerfetzt die dicke Eiskugel den Draht? 1, los! Wow. Guckt euch das an. Hier ist einmal das Gitter voll abgelöst. So stark war der Druck. Ja. Der Maschendraht an sich hat zwar auch bei 50 mm nachgegeben und ist damit durch den sogenannten Trampolineffekt heil geblieben. Doch eine herkömmliche Gehegekonstruktion ist für solche Hagelgrößen nicht gemacht und bietet keinen Schutz. Test 2. Glas. Wir bringen eine einfache Glasscheibe in Position. Wie ist es mit 30 mm? In 3, 2, 1, Schuss! Nichts passiert. Die Scheibe ist noch ganz. Wir gehen jetzt auf 40 und gucken mal, was unsere Scheibe dann sagt. Genau. 1, Schuss! Oh. Okay, da hätte ich nicht gerne drunter gestanden. Nein.
komplett zerstört. Und wie ist es mit Glas bei uns zu Hause? Ich meine, unsere Fensterscheiben zu Hause sind ja auch aus Glas. Was ist, wenn jetzt da Hagel kommt? Jetzt sind natürlich die Fensterscheiben bei uns zu Hause viel dicker als das diese stimmt. Gläser. Sind dicker als sowas. Die sind anders aufgebaut. Und bei denen, da sage ich dir, da könnten wir gleich zur nächsten größeren Kugel wechseln. Und die werden es auch noch können. Wir spannen ein normales Fensterglas vor die Kanone und laden sie mit 50 mm. 3, 2, 1, los! Dicker Brummer, 110 km/h und es gibt nicht mal einen Kratzer. Heißt, für uns im Haus sind wir sicher. Also wenn es hagelt, rein ins Haus. Natürlich. Und vor allem, es ist ein Doppelglas. Ganz moderne Gläser sind sogar dreifach verglast. Da muss so eine Kugel erstmal durch. Test 3. Kopf. Wir simulieren damit einen direkten Hagelbeschuss auf den Kopf. Was richten 20 mm an? Okay, Tür zu. 2, 1, los! Direkt abgeprallt. Ah ja, guck mal, Kugel ist ganz geblieben. Und unsere Melone sieht doch noch gut aus. Was passiert bei 30 mm? Feuer! Oh, ich glaube, sie hat ein bisschen einen Dutch abbekommen. Ja, schau mal. Also ja, es ist so ein bisschen eingedrückt. Ja. Wir sehen auch ganz klar die Form des Hagelkorns. Ist nicht schön. Wir haben ja hier eine Melone, das ist kein Kopf. Ja, kann man nicht ganz vergleichen. Wir haben natürlich hier keine Knochen drunter. Und das bedeutet jetzt nicht, dass der Schädel ein Loch bekommt. Ja. Aber definitiv eine Beule. Mhm. Vielleicht sogar eine Platzwunde. Da siehst du mal, was für eine Kraft in diesen Hagelkörnern steckt. Eine Kraft, die ich auch mal selbst am eigenen Leib spüren will, aber natürlich nur geschützt. Ja, Leute, ich bin bereit für den Angriff der Hagelkörner. Ich gebe mir gleich die nächstgrößere Kugel, die 40er. Du bist mutig. Yeah. Du bist echt mutig. Stuntman des Wissens. Okay. Okay. Position gut? Position ist so gut. Und du gibst mir den Countdown, okay? Okay, also ich mache Visier zu. Klar, Augen müssen ja geschützt sein. 3, 2, 1, Feuer! Und? Das war halt, das war ein krass lauter Knall einfach. Das kann ich mir vorstellen. Also klar, da war ich jetzt sehr froh, dass ich einen Helm auf hatte. Ja. Und die Kraft geht selbst durch so einen Helm durch. Ich spüre das. Auf 50 mm gehe ich lieber nicht, denn die Erschütterung wäre trotz Helm einfach zu heftig. Nicht auszudenken, wie es wäre ohne. Mal angenommen, mir bleibt nur das Zelt. Test 4. Wir stellen uns folgende Situation vor. Ich bin zelten, irgendwo in der Natur. Leider habe ich vorher keine Wetter-Apps gecheckt. Das heißt, ich weiß gar nicht so, was wettermäßig auf mich zukommt. Und jetzt gucke ich in den Himmel und denke, oh nee, da braut sich was zusammen. Hagel kommt. Die Frage ist, bin ich in diesem Moment in meinem Zelt sicher? Wir starten unser Hagel XXL Outdoor-Experiment. Wir nehmen jetzt Golfbälle statt Eis. Ja, wir haben hier keinen Gefrierschrank und die ganze Apparatur auch nicht. Und außerdem wollen wir so ein richtiges Donnerwetter verursachen. Ein Donnerwetter mit golfballgroßen Hagelkörnern. Golfbälle sind vergleichbar mit unserer 40er Eiskugel, wenn wir sie aus einer Höhe von 20 Metern fallen lassen. Dann ist's genauso heftig wie bei einem echten golfballgroßen Hagelkorn. Der Hagel ist bereit, das Zelt ist bereit. Ich bin's auch. Also geht's jetzt rein. Jetzt muss ich natürlich dran denken, dass wenn das jetzt ein Gewitter wäre, ne? Wichtig ist auf jeden Fall, möglichst in der Mitte sein, nicht die Seiten großartig berühren und sich hinkauern, sich klein machen. So in der Mitte sitzen, so und dann dieses Unwetter über mich ergehen lassen. Ja, und ne? Ich schaue mir das aus sicherer Entfernung an. Wir sehen uns gleich, hoffentlich heile. Hält das Zelt die Wucht von golfballgroßem Hagelschauer aus? Dann Unwetter los. Auf 3, 2, 1, go!
Ich rette dich, Erik. Krass. Okay, also mir geht's gut, aber ich habe ein paar Dinge abbekommen. Auf den Helm und auf den Rücken. Aber zum Glück nicht stark, denn das Zelt hat die Wucht des Hagels abgefangen. Trotzdem hätte ich mich noch kleiner machen müssen, damit die Golfbälle mich nicht berühren. Aber wie sieht das Zelt dann aus? Es ist ganz. Als hätte es überhaupt gar keine großen Spuren davon mitgenommen. Ja. Ja, vielleicht wäre es da jetzt ein bisschen wasserundicht, aber es ist sonst nichts gerissen. Das ist ja auch das, was wir eigentlich erhoffen. Das ist dieser Trampolineffekt wieder, oder? Den wir vorhin auch bei dem Gitter hatten. Ja, genau. Jetzt mal angenommen, ich bin zelten auf dem Zeltplatz, würde man aber trotzdem sagen, vielleicht mal lieber so ins Badehaus gehen oder sowas, oder? Da, ja, natürlich. Ja. Du darfst ja auch nicht vergessen, zelten bei Gewitter, der Blitz kann auch ins Zelt einschlagen. Ich muss sagen, Golfbälle, die aus dem Himmel fallen, lieber da drin ertragen als ohne. Ja. Ja. Ja, es ist nun mal so, oder? Durch den Klimawandel sind wir Menschen mit immer extremerem Wetter konfrontiert. Das heißt, das müssen wir wissen. Wir müssen irgendwie damit umgehen, wir müssen uns darauf einstellen. Heißt für uns zum Beispiel immer gut informieren, Wetterbericht checken, genau den Himmel beobachten und wenn ein Unwetter kommt, natürlich sofort in Sicherheit bringen.